So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous. Irgendwo da oben ist die Kamera. Da. Machen wir mal so ein Final Fight wieder. Ja. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt ungefähr noch eine bis zwei Folgen machen und dann aufhören vorerst und dann einfach weitermachen, nachdem ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, weil das ist jetzt einfach zu viel. Langsam. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Meine Güte! Ein Bioterrorist hat diese Reklametafel mit einem unglaublichen Avantgarde-Bild bemalt. Kommen Sie schnell! Seltsam, das ist schon die zweite Reklametafel in letzter Zeit. Wir schicken sofort einen DUP-Trupp. Oh. Alter! Geh mal weg von dieser scheiß Tafel, ich sehe nichts. Heftig. Krank. Beide gleichzeitig ausgeschaltet. Immerhin. Puh. So. Jetzt holen wir uns noch die Kameras und die Splitter. Und dann dürfte die Folge auch schon rum sein. Schnauze! Wollte ich einfach mal machen. So, Cam ausgeschaltet. So, da hinten haben wir noch eine. Ganz oben. Komm runter. Ich treffe die gar nicht, gell? Ja. Haben uns immerhin ein paar Meter gespart. So, da vorne haben wir noch ein Audioprotokoll.
Das liegt bestimmt oben auf dem Dach vom Parkhaus. Bestimmt, ich kenne doch die Entwickler. Bestimmt. Habe ich es nicht gesagt? Da ist es. Ich weiß noch, wie alles für mich begann. Ich war so verrückt. Sie hatten schon eine Blutprobe von mir. Ich war der Einzige in meiner Einheit mit positivem Test auf das Conduit-Gen. Man bot eine Stelle in der Abteilung für Personalaufgaben im neu gegründeten DUP an. Ich sollte Bioterroristen jagen und Amerika zu einem sichereren und freundlichen Ort machen. Ich hab's geglaubt. Ich habe alles geglaubt. Selbst als sie mir Nadeln in den Körper bohrten und mich mit Gott weiß was vollpumpten. Selbst während der Kopfschmerzen und Krampfanfälle habe ich an die Mission geglaubt. Ich habe ihr geglaubt. Aufs Team. Oh, du Idiot. So. So, da haben wir noch einen und dann haben wir's. Irgendwo da oben. Was? Was? Vergiss es. Und tschüss. Haben wir da Kern? Nein, nur eine normale Drohne. Das habe ich gemerkt. So, Viertel ist sauber. Dann geht's da unten weiter. Na, brauchst Hilfe? Na komm. Komm, feiert mich. Ups, da war ein Lüftungsschacht. Wenn du feuerst, feuer ich zurück. Was? Zack. So.
Da ist die DUB-Zentrale. Oh, Geschütz. Gefährlich, gefährlich. Alter. Geht da durch? Alter, ey, was für Geschütze. Och, Mann. Jetzt spawnt man wieder. Oh nee, jetzt spawnt man so kilometerweit wieder weg, weißt du? Das ist auch wieder typisch. Also die Spawnpunkte sind scheiße gesetzt. Eindeutig. Irgendwie hat das Spiel auch eine dunkle, recht dunkle Atmosphäre irgendwie, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Gut, ich würde sagen, wir probieren es nochmal in der nächsten Folge, weil das ist etwas größer da, wie man sieht. Und dann mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge schaffen.